Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zum Thema zwischenmolekulare Kräfte. Im ersten Video hatten wir uns ja schon überlegt, warum das Aceton einen so hohen Siedepunkt im Vergleich zum Propan hat, 56 Grad plus zu minus 42 Grad. Und wir hatten ja schon gesehen, dass wir das aufgrund des Dipolmoments, was wir bei den Propanonenmolekülen vorfinden, erklären können mit Hilfe der sogenannten Dipol-Dipol-Kräfte. Kurz gesagt, einfach nur Dipolmoleküle, die sich zueinander ausrichten und durch die Anziehungskräfte aneinander gehalten werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hängen diese Propanmoleküle überhaupt irgendwann mal zusammen? Denn es gibt ja offensichtlich Propan auch flüssig, denn sonst gäbe es ja keinen Siedepunkt, und es gibt ja sogar einen Schmelzpunkt vom Propan, das heißt, Propan kann sogar fest werden. Und wir hatten ja gesagt, im festen Zustand sind diese Anziehungskräfte ganz, ganz stark vorhanden. Die Teilchen haben nur wenig Energie, die Anziehungskräfte sind stark und pressen die Teilchen aneinander. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir ein neutrales Molekül haben, wie Propan, ohne echtes Dipolmoment, abgesehen von diesem Mikrodipolmoment von 0,08 dB, wie können zwei Moleküle, die so gebaut sind, aneinander hängen? Wie können da Anziehungskräfte entstehen? Ja? Anziehungskräfte. Und dazu müssen wir uns überlegen, wie ist dieses Molekül gebaut? Und zwar ist es wie jedes Molekül gebaut aus Elektronen, die sich zum Teil in den Bindungen befinden, aber zum Teil ja auch innerhalb der Atome und da in den inneren Schalen. Das lassen wir ja bei der Valenzstrichformel immer weg, die ganzen inneren Schalen, das steckt ja alles da noch mit drin. Ganz wichtig, diese Elektronen sind nicht wie hier auf dieser oder in dieser Formeldarstellung gezeigt, so in Ruhe, sondern diese Elektronen sind immer in Bewegung. Ja, und in größeren Molekülen mit schweren Atomen können diese Elektronen extrem schnell werden. Extrem schnell. Also wir reden hier durchaus mal über 70-80% der Lichtgeschwindigkeit. Diese Elektronen sind immer in Bewegung. Und die Elektronen innerhalb des Moleküls versuchen sich ja immer aus dem Weg zu gehen, weil sie sind ja alle gleich geladen. Das heißt, die Elektronen sind in Bewegung und versuchen sich ständig aus dem Weg zu gehen. Und was jetzt passiert oder passieren kann, besser gesagt, kann man sich schön an einem einfachen Beispiel vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt zwei Geschwister, wieder Zwillinge, also absolut gleich gebaut und identisch. Und die beiden Zwillinge spielen Fang. Das heißt also, sagen wir mal, der obere Zwilling soll fangen. Er läuft links herum. Was wird der untere Zwilling machen? Richtig, der haut nach rechts ab. So, und jetzt geben die Gas und rennen wie die Verrückten um diesen Tisch herum. Und weil sie absolut gleich gebaut sind, werden sie sich ja niemals finden. Was jetzt aber durchaus mal passieren kann, oder was der obere machen muss, um den unteren mal zu fangen, ist ja, er muss einfach mal spontan die Richtung wechseln. Ne, wenn der obere spontan die Richtung wechselt, kriegt der untere das ja nicht sofort mit, der ist ja noch voll in der Bewegung. Das heißt, wenn der obere spontan seine Richtung wechselt, kann es sein, dass der untere das erst verspätet mitbekommt. Und die Folge ist, dass wir mal zufällig aufgrund der Bewegung des oberen so eine Situation bekommen, dass sie sich relativ nahe kommen, obwohl sie doch eigentlich das Bestreben haben, auseinanderzulaufen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, was hat das mit den Elektronen zu tun? Also Elektronen versuchen sich auch aus dem Weg zu gehen. Das heißt, prinzipiell vollziehen die Elektronen so eine Bewegung. Ne? Wenn der eine nach links geht, geht der andere nach rechts und umgekehrt. Aber es kann natürlich passieren, dass einfach zufällig, aufgrund der zufälligen Bewegung der Elektronen, mal zwei Elektronen sich näher kommen, als sie das eigentlich sollten. Das heißt, einfach durch die zufällige Elektronenbewegung in so einem Molekül kann es mal passieren, dass zwei Elektronen näher zusammensitzen, als sie es eigentlich möchten. Dadurch entsteht aber auf einer Seite des Moleküls für eine extrem kurze Zeit und rein zufällig, also nicht vorhersagbar, wann das passiert, für eine ganz, ganz kurze Zeit ein Elektronenüberschuss, also eine negative Partialladung. Umgekehrt fehlen ja in diesem Moment am anderen Ende des Moleküls die Elektronen und wir bekommen eine positive Partialladung. Und nochmal, dieser Effekt basiert letzten Endes auf den quantenphysikalischen Grundlagen.
und passiert dementsprechend rein zufällig. Das ist kein stabiler Dauerzustand, ja, sondern das passiert einfach spontan und zufällig. So, wenn wir uns das jetzt vorstellen, wieder in unserer Darstellung der Moleküle als Blöcke, können wir sagen, wir haben ein Molekül, was kein Dipol ist, kein Dipol, wie zum Beispiel unser Propan. Und durch eine rein zufällige Bewegung der Elektronen, zufällige Bewegung, bekommen wir mal für einen ganz kurzen Moment diesen Zustand, dass wir einen Dipol bekommen. Ja, das heißt, wir haben eine Ladungstrennung, einfach aufgrund der zufälligen Bewegung der Elektronen. Das ist jetzt ja ein Dipol, aber kein permanenter Dipol, so wie wir es beim Aceton hatten, sondern ein sogenannter spontaner Dipol. Spontaner Dipol. Diese spontanen Dipole sind ganz, ganz kurzlebig. Das heißt, in Bruchteilen von Sekunden sind die wieder ausgeglichen, sind also keine Dipole mehr. Aber sie sind immer mal wieder da. So, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was passiert, wenn Fall 1 zufällig zwei Dipole mal nebeneinander entstehen. Also in der Form. Was wird passieren? Naja, die beiden Dipole, jetzt kopiere ich es einfach, dann geht es schneller. Diese beiden Dipole werden sich entsprechend der Coulombkraft anziehen. Einfach weil sie unterschiedliche Partialladungen haben. Ne? Es gibt Delta Plus, es gibt Delta Minus. Das heißt, an der Stelle habe ich eine Anziehung. Das heißt, es gibt aufgrund dieser spontanen Dipolbildung den Fall, dass sich zwei spontane Dipole zufälligerweise in direkter Umgebung bilden und sich dann anziehen. Ja? Und dann braucht man entsprechend Energie, um sie voneinander zu trennen. Und schon haben wir Anziehungskräfte zwischen Molekülen, die ursprünglich mal kein Dipolmoment besessen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, dass sich ein spontaner Dipol bildet, ist schon zufällig und er lebt nur ganz kurz. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich also zwei direkt nebeneinander bilden und dann auch noch so lange leben, dass man da wirklich eine signifikante Anziehungskraft spürt, ist ja sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt ja noch den zweiten Fall. Jetzt stellen wir uns vor, wir bilden diesen spontanen Dipol und nebendran sitzt ein Molekül, was noch kein Dipol ist, was einfach ganz normal in der Flüssigkeit vorliegt. Was wird er denn spüren? Das Molekül, was kein Dipol ist, spürt jetzt, ah, neben mir ist ein Dipol. Das heißt, auch die Elektronen innerhalb dieses Moleküls spüren jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite die negative Partialladung. Und da Elektronen und diese negative Partialladung sich ja abstoßen, bedeutet es ja, diese Elektronen werden innerhalb des Moleküls nach rechts verschoben. So, was heißt das für die Polarität dieses ursprünglichen Nicht-Dipol-Moleküls? Naja, es bedeutet, dass wir hier auch ein Dipol bekommen. Dadurch, dass die Elektronen nach rechts verschoben werden, bekommen wir entsprechend rechts einen Elektronenüberschuss, eine negative Partialladung, und wir bekommen auf der linken Seite ein Delta Plus, also eine positive Partialladung. Und oh Wunder, was sehen wir dann? Dann haben wir genau dasselbe Bild wieder drüber. Auch hier bekommen wir eine anziehende Wechselwirkung, eine Anziehung. Ja, und auch hier brauchen wir dann entsprechend Energie, um die beiden voneinander zu trennen. Und wenn wir uns flüssiges Propan vorstellen, unterhalb des Siedepunktes, passiert ständig das. Ja, wir haben ständig spontane Dipole, die sich ausbilden, die dann entweder andere spontane Dipole anziehen oder die andere Moleküle zu einem Dipol machen. Und so ein Dipol, der einfach dadurch entsteht, dass das Nachbarmolekül bereits ein Dipol ist, solche Dipole bezeichnet man als induzierte Dipole. Ja, diese Dipole werden erzeugt, nicht aufgrund der zufälligen Bewegung, sondern weil der Nachbar schon ein Dipol ist. Ja, und dann haben wir letzten Endes wieder einfach die Wechselwirkung zwischen Dipolen und die bewirkt, dass wir Energie aufwenden müssen, um die Moleküle zu trennen. Und das bedeutet natürlich, wenn wir
bei ganz, ganz tiefen Temperaturen arbeiten, wo die Energie der einzelnen Moleküle ganz, ganz gering ist, dass wir auch Moleküle, die kein permanentes Dipolmoment haben, zu einem Feststoff machen können, wenn nämlich diese Wechselwirkung ganz, ganz wichtig wird. So, wie nennt man diese Wechselwirkung? Man muss sie ja irgendwie trennen von der Beschreibung der Dipol-Dipol-Kräfte. Ja? Wir haben zwar hier auch die Anziehung zwischen Dipolen, aber das sind ja keine permanenten Dipole, sondern spontane und induzierte Dipole. Und deswegen bekommt diese Art der Wechselwirkung ihren eigenen Namen. Und das nennt man die sogenannten Lanten-Kräfte. Die sind auch benannt nach demjenigen, der sie besonders erforscht hat. Das war der Physiker Fritz London. Der hat es erstmalig so beschrieben und auch entsprechend quantifiziert. Darauf verzichten wir an dieser Stelle, aber man kann auch genau ausrechnen, wie stark sind diese Kräfte. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip zwei Arten von Wechselwirkungen kennengelernt. Wir haben zum einen die Dipol-Dipol-Kräfte. Die Dipol-Dipol-Kräfte sind die Anziehungskräfte zwischen permanenten Dipolen. Ne? Zum Beispiel H2O, NH3, HCl, Aceton und so weiter. Alle Stoffe mit einem Dipolmoment, machen wir auch mal in grün, damit es da oben zu passt, mit einem Dipolmoment größer als 0. Und wir haben auf der anderen Seite unsere Lonten-Kräfte. Die finden wir immer dann, wenn wir ein Nicht-Dipol-Molekül haben. Keine Dipole. Also auch bei Molekülen mit einem Dipolmoment von 0. Zum Beispiel, was nehmen wir da mal? Nehmen wir direkt das von oben. Propan. Oder zum Beispiel Cl2, ne, kann ja auch kein Dipolmoment haben, weil wir keine Elektronegativitätsdifferenz haben, H2, O2 und so weiter. Eines sollte man dazu sagen, die Lantenkräfte entstehen ja nur deswegen, weil die Elektronen sich zufällig bewegen. Das kann natürlich auch in einem Molekül passieren, was schon ein permanentes Dipolmoment hat. Das heißt, ein Molekül, was Dipol-Dipol-Kräfte hat, hat auch immer Lonten-Kräfte. Ein Molekül, was Lonten-Kräfte hat, hat aber nicht zwangsläufig Dipol-Dipol-Kräfte. Ja, das heißt also, es gibt eigentlich keine Moleküle, zwischen denen keine Lonten-Kräfte herrschen. Alle Moleküle haben Elektronen, das heißt, überall kann es zu diesen spontanen und induzierten Dipolen kommen, aber nur Moleküle mit einem permanenten Dipolmoment aufgrund starker Elektronegativitätsunterschiede innerhalb des Moleküls kann es Dipol-Dipol-Kräfte geben. Das heißt, ja, diese beiden Arten von zwischenmolekularen Kräften muss man sauber voneinander trennen. Sie werden dann zusammengefasst, weil es ja in beiden Fällen um Dipole geht, unter einem großen Oberbegriff, sozusagen eine große Box, in die beide reingehören. Und diese große Box bezeichnet man als Van der Waals-Kräfte. Das heißt, die Van der Waals-Kräfte gibt es in zwei Ausführungen. Da gehören eigentlich noch mehr dazu, aber wir beschränken uns an der Stelle mal auf die beiden wichtigsten. Entweder die Wechselwirkung zwischen permanenten Dipolen, das sind die Dipol-Dipol-Kräfte, gibt es nur bei Molekülen mit permanentem Dipolmoment. Und die sogenannten Lonten-Kräfte gibt es letzten Endes bei allen Molekülen. Besonders wichtig sind sie bei den Molekülen, die kein permanentes Dipolmoment haben, also μ gleich 0, zum Beispiel Propan, Cl2, H2, O2 und so weiter. Ja? Aber wichtig, alle Moleküle zeigen Lonten-Kräfte, nur die Moleküle mit permanentem Dipolmoment zeigen Dipol-Dipol-Kräfte. Ein letztes Wort noch zu der Stärke dieser Kräfte. Typischerweise sagt man, diese Dipol-Dipol-Kräfte, also die Wechselwirkung permanenter Dipole untereinander, ist stärker als die entsprechende Lonten-Kraft. Das sieht man auch, wenn man die Siedepunkte vergleicht, Propan und Propanon, da sieht man, der Einfluss der Dipol-Dipol-Kraft ist sehr viel größer als der Einfluss der Lonten-Kraft. Allerdings darf man sich da nicht täuschen, denn Lonten-Kräfte sind sozusagen Krieger auf ganz leisen Sohlen. Warum? Weil die Lonten-Kräfte entstehen ja dadurch, dass sich Elektronen rein zufällig mal ungleichmäßig im Molekül verteilen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen beruhen sie darauf, dass man
sobald man einen spontanen Dipol hat, einen neuen Dipol relativ leicht erzeugen kann. Und beide Effekte, diese zufällige ungleichmäßige Verteilung im Molekül, als auch das Bilden von diesen induzierten Dipolen, geht immer leichter und passiert dementsprechend auch häufiger, wenn wir bei Molekülen sind, die sehr viele Elektronen haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ganz lange Kohlenwasserstoffketten haben, wie zum Beispiel bei den Wachsen oder bei den Kunststoffen, dann werden die Londonkräfte auf einmal zur dominierenden Wechselwirkung, also sind auf einmal ganz entscheidend an den verschiedenen Stoffeigenschaften beteiligt. Ja? Das heißt also, die Londonkräfte, ganz wichtig, steigen an, und zwar mit der Molekülgröße oder mit der Elektronenzahl, steigen mit der Elektronenzahl an. Das heißt, die Londonkräfte können, obwohl sie erstmal per Definition schwächer sind als die Dipol-Dipol-Kräfte, insgesamt trotzdem den wichtigsten Anteil der zwischenmolekularen Kräfte ausmachen, je nachdem, wie groß mein Molekül ist. Zu den genauen Eigenschaften der Londonkräfte und Dipol-Dipol-Kräfte und auch, wie sie wirklich die Stoffeigenschaften beeinflussen, kommen wir noch in einem der folgenden Videos. An dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.